Hallo Frau Wies, Freunde. Mittwoch, 17. Mai 2017. Könnt ihr euch erinnern, vor etwa 5 Wochen war ich schon auf diesem Feld hier, habe mit dem Geohobel den Öllein eingesät. So sieht sie jetzt aus. Ich mache das erste Mal Öllein. Ich kann echt nicht sagen. Also mir hat einer, der schon länger Öllein anbaut, hat gesagt, erschrick einfach nicht, da geht mindestens 3 Wochen geht einfach gar nichts. Da siehst du nichts, da passiert nichts. Und jetzt haben wir 5 Wochen und ja, man sieht, es hat Pflanzen, es ist, ja, es hat schon, aber wie viel das ist, ich kann es echt nicht sagen. Ich nehme jetzt mal an, oder, das hier, das sind alles kleine Ölleinpflänzchen dort. Ich nehme jetzt mal an, der ist eher zu dünn, glaube ich. Ich glaube, das ist eher zu dünn. Wir haben von der Biofarm die Meldung bekommen, dass das letztjährige Saatgut sehr schlecht aufläuft. Die Keimfähigkeit nicht so gut ist. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch der Fall ist, ja. Aber ja, ich lasse es jetzt mal weiterlaufen und hoffe einfach mit dem wüchsigen Wetter, das wir jetzt haben, dass jetzt hier dann mal endlich die Post abgeht und hier mal dann der Bestand in die Höhe kommt und auch zumacht. Aber erstaunlicherweise Unkraut, praktisch nichts, etwas Gräser, die durchgekommen sind, etwas Hahnenfuß und sonst ist es eigentlich noch relativ, ja, anständig, muss so sagen. Gut, ja, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, gell? Also, habt's schön zusammen. Tschüss!